VfL, VfL, ist was passiert? Herzlich willkommen zum Wochenrückblick zu einer neuen Ausgabe Kalenderwoche 24. Ja, also, kleine Show-Einlage am Rande. Ich dachte zwischenzeitlich in dieser Woche, tote Hose, worüber reden wir eigentlich am Wochenende? Darüber, dass der VfL am Stadiondach Solaranlagen platziert hat. Oder darüber, dass die U16 jetzt der Westfalenmeister in der U17 auch zusammenbleibt. Ja, aber ich muss sagen, zum Wochenende zog jetzt doch ein bisschen es noch an Informationen, über die es sich lohnt zu reden. Gerade personeller Natur gibt es hier und da das ein oder andere Gerücht und wir stehen ja auch vor der einer weiteren Verpflichtung. Deswegen, also herzlich willkommen nochmals zum Wochenrückblick und lass uns mal wie gewohnt loslegen. Ich habe ein paar Themen für uns vorbereitet im allgemeinen Bereich, also mal zwei Sachen. Letzte Woche habe ich ja noch darüber berichtet, dass der Becherwerfer jetzt verurteilt wurde. Das ist jetzt allerdings auch schon wieder alt, die Meldung. Und zwar geht es jetzt hier in Revision in die Nachspielzeit vor dem Landgericht. Dann also demnächst sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Seite des Beklagten haben Revision eingelegt. Und also wie gesagt, hier gibt es eine Nachspielzeit. Ansonsten sicherlich die allermeisten haben das von euch schon auch gesehen. Der VfL hat ja zu Wochenbeginn, glaube ich, einen Saisonrückschau, so einen Saisonrückblick eingestellt, ja, mit quasi der Weg zum Klassenerhalt, zum erneuten Klassenerhalt noch präziser gesagt. Und ich denke mal, den Film dürften, also ich bin mir ganz sicher, gerade hier alle schon gesehen haben. Frage, bin ich der einzige Bescheuerte, der sich das mehrfach angeguckt hat? Ja, ich glaube, das ist die einzige Frage, die es zu stellen gilt. Also ich habe es zweimal gesehen und auf jeden Fall lohnenswert. Kleine emotionale Reise durch die abgelaufene Saison nochmal. Ja. Und gerade wisst ihr was, wenn man dann gerade so einen Saisonrückblick sich anschaut, ja, wie jetzt der VfL ihn eingestellt hat, vom ersten Spieltag bis zum letzten, auch da wird einem immer so ein bisschen erst bewusst, boah, wie lang so eine Saison eigentlich ist. Ne? Ich meine, vieles erscheint immer einem, als wenn es im Flug vorbeigehen würde, aber wenn man dann jetzt doch so zurückschaut, der erste Spieltag, ja, wo wir gegen Mainz zu Hause verloren haben, wo Stöger sein erstes Tor direkt gemacht hat, die Führung, ja. Und wenn man dann guckt, mit welcher Elf wir damals aufgelaufen sind und da Thomas Reis noch Trainer gewesen ist etc., ja, wie unglaublich lang das doch jetzt erscheint, was in der Zwischenzeit alles so passiert ist, ja, und wie es letztendlich weitergegangen ist, mit welcher Elf wir dann zum Saisonende hingespielt haben, ja, und welche Spieler dort in den Vordergrund gerückt sind. Also, wie gesagt, da sieht man einmal mehr so, wie lang einfach so eine Saison ist, wie viele Veränderungen irgendwie immer im Laufe der Saison noch einhergehen. Ja, also das vielleicht nochmal hier so ein bisschen das erwähnenswert, wer es noch nicht gesehen haben sollte. Wie gesagt, ich gehe fest davon aus, hier hat es jeder gesehen. Schaut also beim VfL nochmal rein und ja, wie gesagt, genießt einfach nochmal den Saisonrückblick. Ansonsten, so viel für hier und heute zum allgemeinen Blog, viel mehr gab es eigentlich nicht, wie gesagt, generell tote Hose. Dafür hat sich allerdings, was die Kaderplanung angeht, so ein bisschen die Gerüchteküche zum Wochenende hin jetzt ein bisschen was noch getan. Es kamen doch ein paar Gerüchte auf, ein paar Meldungen, über die es doch vielleicht nochmal lohnt, sich mal zusammenzusetzen und mal auszutauschen. Also, ich weiß nicht, chronologisch ist es jetzt nicht, aber ich habe mir das jetzt mal hier notiert. So, die erste Meldung, die ich gelesen hatte, war: Sven Michel wechselt jetzt also doch nicht zu uns, er geht zum FC Augsburg. Und ich habe ja letzte Woche schon gesagt, wie gesagt, wir waren ja daran interessiert. Jetzt also die Entscheidung scheinbar gegen uns. Und ich bleibe geteilter Meinung hier, wie gesagt, auf der einen Seite sicherlich sind ihm seine fußballischen Qualitäten nicht abzusprechen, aber vor dem Hintergrund, dass er weder unseren Kaderwert irgendwie erhöht hätte, noch irgendwo unseren Kader verjüngt hätte, ist das jetzt auch so eine Sache, wo ich sage, okay, kann ich jetzt mit leben, wenn er da hingeht, okay, soll das so sein? Mögen wir uns irgendwie, sage ich mal, nicht irren, ja, möge er dort jetzt natürlich in Augsburg nicht einschlagen oder so, ja, und plötzlich 25 Spiele machen und 10 Hütten erzielen, ja, dann nehme ich alles zurück. Aber wie gesagt, für hier und heute ist das soweit für mich alles in Ordnung.
Dann die sicherlich zwei interessantesten und wichtigsten Meldungen. Ivan Ordets jetzt, ne, wir warten ja alle sehnsüchtig auf die Vertragsverlängerung, beziehungsweise da, auf die Tatsache, dass er dann hier letztendlich weitermacht. Das Angebot des VfL liegt ihm ja schon längst vor. Es ist zu hören, es soll jetzt in der kommenden Woche zu einer Entscheidung kommen. Ja, müssen wir uns also noch so ein bisschen gedulden, aber ich denke, jetzt im Laufe der Woche war so zu hören, dass es dann eine Entscheidung geben wird. Lass uns einfach mal überraschen. Wie gesagt, in diesem Geschäft kann immer alles passieren. Sagen wir es mal so, man kann sich das irgendwie drehen und wenden, wie man will. Zumindest habe ich jetzt auch keine weiteren Gerüchte oder irgendwie keine weiteren Informationen irgendwo dazu gelesen, dass Ivan Ordets ganz konkret mit irgendwelchen anderen Vereinen in Verbindung wäre. Habt ihr da irgendwas zu gelesen? Ich eigentlich durchweg durch die Medienlandschaft eigentlich auch nicht. Wie gesagt, das muss jetzt auch nichts heißen, ja. Ich wusste jetzt bis vorgestern auch nicht, dass Moritz Jens zum VfL Wolfsburg wechselt, ja, für 7 Millionen, ist dann auch so plötzlich quasi durchgesickert. Aber zumindest das für hier und jetzt. Ansonsten, Moritz Boni Quarteng von FC Magdeburg ist also im Anflug. Das hat jetzt am Donnerstag die Bild zuerst quasi so ein bisschen darüber berichtet. Tief im Westen, das VfL-Magazin Philipp Rentsch hat es aufgenommen und auch die WAZ berichtet darüber, dass er de facto jetzt hier über das Wochenende, dass das wohl bekannt gegeben werden soll. Also, dem kann man wohl Glauben schenken, da sollte eigentlich nicht allzu viel schief gehen. Der Medizinsteck steht wohl noch aus und dann sollte das tatsächlich wohl jetzt über das Wochenende, wahrscheinlich zu Wochenbeginn spätestens, offiziell verkündet werden. Solange es natürlich nicht offiziell ist, will ich mich jetzt hierzu auch weiter noch nicht äußern und erst einmal zurückhalten, denn wie gesagt, man hat schon Pferde kotzen sehen, ja, und passieren kann immer alles, gerade in diesem Geschäft, aber es scheint so, dass wir, wie gesagt, mit Quarteng hier einen weiteren Neuzugang begrüßen dürfen und da werden wir uns natürlich wie gewohnt bei der gesonderten Spielervorstellung zu dem Spieler dann entsprechend zeitnah noch deutlich intensiver mit beschäftigen. Deswegen das für hier und jetzt. Ansonsten, was habe ich mir noch notiert? So, machen wir ganz kurz gucken. Was war noch so Interessantes? Ah, Jannes Horn soll zurückkommen zu uns. Das habe ich jetzt auch gelesen. Ja, wir haben ja de facto auf der linken Seite die Baustelle, egal in welchem System wir nicht spielen würden. Ja, Tatsache ist, durch die Abgänge von Stafylidis und jetzt auch Heinz ist nur noch Soares dort. Und da brauchen wir definitiv ähnlich wie zur rechten Seite, ja, wo wir jetzt mit Gamboa und Paslak ein Duo haben, brauchen wir ja hier jetzt auch ein Duo, ja. Und da ist jetzt die Frage halt, externer Neuzugang oder doch Jannes Horn. Wie gesagt, unter der Woche ist zu lesen gewesen, dass man erst einmal mit Jannes Horn plant, dass er die Vorbereitung hier komplett mit uns bei uns mitmachen soll und dass man dann letztendlich wird sehen, ob, wie gesagt, er dann in den Konkurrenzkampf mit Danilo Soares dann in der kommenden Saison tritt. Man hat ihm auf jeden Fall absolutes Bundesliga-Format bescheinigt. Das war unter der Woche zu hören. Und deswegen, das also soweit hier die Meldung. Wie seht ihr das? Wie sind eure Meinungen? Schreibt es einfach mal hier wie gewohnt drunter. Ja, dann zwei weitere Meldungen noch. Und zwar gestern, glaube ich, ist das irgendwo zu lesen gewesen. Tim Skacke zum VfL, Fragezeichen, ja, er ist ja letzte Saison von Darmstadt quasi, na Unsinn, nicht von Darmstadt, da hat er vorher gespielt, er ist von Union Berlin im Winter zu Schalke gewechselt, ist dort auf Leihbasis gewesen das halbe Jahr und die Schalker sind ja nach wie vor an ihm interessiert, würden ihn ja gerne von Union Berlin fest verpflichten und jetzt ist also gestern irgendwie von unserem Interesse zu lesen gewesen, ja, dass wir wohl irgendwo dazwischen grätschen. Jetzt bin ich mir ganz sicher, der ein oder andere, wenn ich euch jetzt ins Gesicht gucken könnte, ein schelmisches Grinsen würde, ist hier und da bei dem einen oder anderen, könnt ihr euch sicherlich nicht verkneifen. Ja, sicherlich der Gedanke, wenn man den irgendwo einen Spieler mal dort vor der Nase wegschnappen könnte. Ich bin da jetzt völlig unbefangen und stelle mir ehrlich gesagt die Frage, Tim Skarke, verstärkt er uns denn tatsächlich? Ja, wäre das wirklich jetzt noch irgendwo auf Außen eine Option, die wir wirklich bräuchten? Ja, wir sind ja auf Außen eigentlich relativ gut aufgestellt schon, ja. Und wie gesagt, wenn ich jetzt das letzte halbe Jahr so Revue passieren lasse in der Bundesliga, so richtig, oder mal die Frage auch, hat er da eigentlich so einen richtig bleibenden Eindruck bei den Schalkern hinterlassen? Also ein gutes Spiel gegen Hertha BSC habe ich irgendwo in Erinnerung.
Aber ansonsten ist er zwischenzeitlich auch verletzt ausgefallen. Ich glaube, 12 Einsätze hat er halt gemacht. Ne? Ein Tor, eine Vorlage. Das resultiert, glaube ich, aus dem Hertha-Spiel. Und ansonsten so viel, viel mehr von ihm hat man auch nicht gesehen. Also wie gesagt, in der zweiten Liga hat er seine Qualitäten schon definitiv nachgewiesen. Ja, da wäre er auch sicherlich für die Schalker eben in der zweiten Liga eine Verstärkung. In der Bundesliga müsste er sicherlich noch eine Schippe zulegen. Wobei, wie so häufig es schon gewesen ist, würde dann auch nicht verwundern, ja, wenn wir ihn zum Beispiel holen würden und er quasi das eine halbe Jahr jetzt hier die Eingewöhnungszeit in der Bundesliga gehabt hat und jetzt dann in der zweiten Saison zündet bei uns. Ja, das hat man oft schon gesehen, hier und dort bei anderen Vereinen. So ein Fall. Frage ist natürlich hier auch, zu welchem Preis das Ganze, ja, denn es ist irgendwo zu lesen, dass Union Berlin an die 3 Millionen Euro irgendwo für ihn fordert, 2,5, irgendwie sowas, ja, wo ich mir auch denke, ja, dir den Schuss nicht gehört oder so. Ja, mal ganz ehrlich, die haben den letzten Winter oder so haben sie den da geholt, glaube ich, ne, Januar 22 oder so, irgendwie so was haben sie den geholt. Oder im Sommer irgendwie erst so, ne, und der hat da kaum eine Rolle gespielt, beziehungsweise kaum ein einziges Spiel gemacht. Und ja, jetzt wollen sie direkt knapp 3 Millionen. Das erscheint mir doch deutlich zu hoch und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendein Verein bezahlen wird. Also wie gesagt, hier ist natürlich auch einfach die Frage, inwieweit das darstellbar ist und inwieweit das vor allen Dingen für uns auch letztendlich Sinn einfach macht, dieser Transfer. Gut, aber das geht jetzt also gegenwärtig so ein bisschen durch die Gerüchteküche. Ja, das wird so ein bisschen vermeldet, auch durch seriöse Zeitungen oder Quellen einfach aufgenommen. Wie ist eure Meinung hierzu? Schreibt es einfach wie gewohnt drunter. Last but not least für diese Woche. Auch gestern eine Meldung bei Sport1, die zu lesen gewesen ist. Erhan Masovic, ja, weckt Begehrlichkeiten, weckt Interesse innerhalb Europas. Ja, mal ganz ehrlich, wer den Artikel gelesen hat und wer gesehen hat, um welche Interessenten, um welche Vereine es sich da handelt, ganz ehrlich. Da bleibe ich aber lieber in der Bundesliga beim VfL, als dass ich irgendwo zum AC Monza wechseln, zum KRC Genk nach Belgien, RSC Anderlecht, oh, okay, meine Güte, ja. Belgische Spitzenmannschaft, keine Frage, aber ganz ehrlich, da spielst du doch von September bis Dezember in den europäischen Pokalen, da machst du die 6 Spiele, in egal welcher Gruppe, in welchem Wettbewerb du da nicht wärst, landest du am Ende auf Rang 3 oder 4. Und ansonsten heißt das belgische Liga, ja, so. Und ist das jetzt eine Verbesserung, gerade vor dem Hintergrund, dass Erhan Masovic natürlich jetzt auch im Hinblick auf die Europameisterschaft nächstes Jahr in Deutschland sich ja auch jetzt gerade in der Nationalelf, für die serbische Nationalelf nicht nur empfehlen will, sondern er will sich da ja auch festspielen, festbeißen, ist ja jetzt auch gerade frisch nominiert worden für die Länderspiele, ja, hat apropos, wenn wir gerade dabei sind, die Serben haben gestern gegen Jordanien getestet, 3:2 gewonnen. Erhan Masovic hat 90 Minuten durchgespielt. Selbiges gilt zum Beispiel für Takuma Asano, der jetzt zwar nicht 90 Minuten durchgespielt hat, aber die haben auch irgend so einen Kirin Cup da mit Japan, wo sie spielen, hat jetzt 65 Minuten gespielt am Donnerstag. Und wie gesagt, aber gerade Erhan Masovic vor den Gerüchten, vor dem, was da berichtet wird, also ist das doch für mich keine Option, wenn ich 24 bin und mich jetzt in der serbischen Elf irgendwo festspielen will, ja, den Sprung endlich schaffen möchte, dass ich zum festen Standard zähle und mit nach Deutschland zur EM fahre, dann ist das für mich keine Option, dass ich von meinem jetzigen Ist-Zustand, ich spiele ja in der Bundesliga, ja, so in Bochum, dass ich dann irgendwo nach Belgien wechsle oder auch selbst West Bromwich Albion ist da ja auch genannt worden. Also West Bromwich Albion, die sind glaube ich Tabellen-Siebter jetzt in der Championship in England gewesen, also zweite Liga. Das heißt, die spielen auch in der kommenden Saison in der zweiten englischen Liga natürlich. Wirtschaftlich gesehen werden die wahrscheinlich sogar mehr bieten können als wir, keine Frage. Also finanziell wirst du wahrscheinlich in der Championship bei West Bromwich genauso viel, wenn nicht mehr verdienen. Ja, aber auch hier selbes Argument, gerade vor dem Hinblick der sportlichen Perspektive und der Nationalmannschaft. Ja, im Hinblick auf die Europameisterschaft ist das jetzt der Sprung. Also für mich, Leute, absoluter Blödsinn. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass da noch irgendwo Angebote für einen Erhan Masovic eintrudeln, ja, und dass wir uns damit vielleicht nochmal beschäftigen werden müssen. Das kann ja alles sein.
Aber ganz sicher nicht in dem Kreis der Interessenten, die ich da jetzt gelesen habe. Das macht für mich absolut keinen Sinn, ja. Und auch hier, wenn ich lese, 4 bis 5 Millionen, da hat man irgendwo abgeschrieben aus dem Transfer oder hat einfach den Transfermarktwert herangezogen, ja. Für mich auch, wenn jemand an Erhan Masovic interessiert ist, da müssen wir einfach mal Brust raus, Eier zeigen, 10 Millionen aufrufen, wenn er am Ende für 7,5 wechselt. Herzlichen Glückwunsch, ja. Aber 4, 5 Millionen ist für mich hier auch, wenn ich gucke, was andere Vereine für ihre Spieler so aufrufen, letztendlich auch überhaupt gar kein Thema. Ja, Punkt aus. So, das will ich damit nur abhandeln. Also, wie ist eure Meinung auch hierzu? Schreibt generell so ein bisschen eure Meinung, wie gewohnt. Das ist so ein bisschen der Wochenrückblick für hier und heute, für die Kalenderwoche 24. Viel mehr hat sich nicht getan. Ich denke aber und bin fest davon überzeugt, natürlich vor dem Hintergrund, dass die Auditsentscheidung naht, dass Kwarteng jetzt hier zeitnah vorgestellt werden dürfte und dass natürlich fleißig im Hintergrund auch an dem einen oder anderen Transfer gebastelt wird und wir jetzt uns auch Mitte Juni befinden, ja, jetzt dann langsam auch, wie gesagt, auf in die zweite Junihälfte gehen, die Spieler aus ihrem Urlaub etc. langsam zurückkehren und dort auch jetzt wie gewohnt, wie Jahr für Jahr eigentlich, ist es nichts anderes. Deutlich mehr Bewegung reinkommen wird und dass möglicherweise dann jetzt hier eine Meldung nach der anderen vielleicht in den nächsten 1, 2, 3 Wochen, weil bis zum Saisonstart, bis zum Trainingsauftakt am 5. Juli wollen wir ja weitestgehend den Kader beisammen haben. Das ist ja der Plan, dass dort also natürlich dort deutlich jetzt die Schlagzahl erhöht werden wird. Also, genießt das Wochenende, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Schreibt eure Meinung drunter und wir hören uns dann ganz sicher zur Vorstellung von Moritz Broni Quarteng. Ja, das dürfte dann ja jetzt auch irgendwo über das Wochenende fix gemacht werden. Also in diesem Sinne, bis dahin, tschüss.